Moin zusammen, heute erkläre ich euch, wie ihr die Oberfläche und das Volumen einer Pyramide berechnen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Wir fangen mit dem Volumen der Pyramide an und die Formel dafür ist eigentlich ganz einfach. Ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Was muss man da beachten? Grundfläche ist die quadratische Grundfläche hier unten, 7 mal 7 cm. Und die Höhe ist einfach die Höhe der Pyramide, in diesem Fall 5 cm. Also Grundfläche mal Höhe ist klar. Wenn wir das normal berechnen würden, hätten wir dann so einen Quader. Aber weil wir keinen kompletten Quader haben und diese Seitenflächen hier quasi so weggeschnitten sind, umfasst das Ganze nur ein Drittel der Gesamtfläche eines Quaders und deswegen ist immer dieses ein Drittel da vorne bei der Pyramide. Wenn wir das jetzt konkret für unser Beispiel ausrechnen wollen, müssen wir eigentlich nur noch die Werte einsetzen. Also Volumen Pyramide ist gleich ein Drittel mal Grundfläche, haben wir gerade schon gesagt, 7 cm mal 7 cm mal Höhe, haben wir auch schon gesagt, 5 cm. Und dann kann man das Ganze in den Taschenrechner einsetzen. Wichtig bei der Einheit, wir haben hier Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter, das heißt, wir sind bei Kubikzentimeter oder Zentimeter hoch 3. Das schon immer aufschreiben, darauf achten, was man gerade hat. Bei Volumen hoch 3, bei Flächen hoch 2 und wenn man nur den Umfang oder ähnliche Sachen hat, dann einfach hoch 1. Wie gesagt, das jetzt in den Taschenrechner eintippen, da kommt man dann auf 81,66 Kubikzentimeter für das Volumen der Pyramide. Weiter geht's jetzt mit der Oberfläche und da hat man auch wieder alle Flächen, die quasi oben auf der Pyramide sind. Zum einen die Grundfläche, das ist der Teil hier unten, einfach quadratisch in unserem Fall. Und dann noch den Mantel, das sind diese vier Dreiecke an den Seiten. Und die Formel kann man dann noch ein bisschen präzisieren. Also Grundfläche nenne ich jetzt mal die Seiten A mal A plus Mantel. Wie sieht das aus? Wir haben vier Flächen, viermal dieselbe, deswegen schreiben wir schon mal viermal, Klammer auf. Und jetzt Grundseite, Grundseite A mal die Höhe der Seite, die nennt sich HS, also Höhe Seite, geteilt durch 2. Und dann haben wir auch schon unsere Flächen. Und jetzt können wir wieder einfach alles einsetzen und kommen dann darauf, also Oberfläche der Pyramide ist gleich A, sehen wir da waren 7 cm unten bei der Grundseite. Also 7 cm mal 7 cm plus 4 mal, Klammer auf, A wieder 7 cm. Oh, da fällt mir die Kreide runter. A 7 cm mal HS, also nicht die Höhe in der Mitte, nicht die 5 cm, sondern die Höhe der Seite, die ist da mit 6 cm eingezeichnet. 6 cm geteilt durch 2. Und das kann man jetzt wieder in den Taschenrechner eintippen, um die Oberfläche der Pyramide herauszubekommen. Und da kommt man dann auf 133 cm zum Quadrat. Warum Zentimeter zum Quadrat? Weil das alles nur Flächen sind und man kein Volumen berechnet. Und man rechnet hier Zentimeter mal Zentimeter, was Zentimeter Quadrat sind. Rechnet hier auch Zentimeter mal Zentimeter, was wieder Zentimeter Quadrat sind. Hat das aber hier mit einem Plus verbunden. Das heißt, es wird nicht nochmal miteinander multipliziert, sondern addiert. Und deswegen bleibt es einfach bei Zentimeter Quadrat. Und ihr habt auch die Oberfläche von der Pyramide ausgerechnet. Wenn ihr noch tiefergehende Beispiele und schwierigere Beispiele sehen wollt, schaut gerne bei uns im Beispielvideo auch vorbei. Und wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann würden wir uns echt über ein Like und ein Abo freuen. Und wenn ihr auf der Suche nach guter Nachhilfe in Mathe seid, dann schaut mal auf unserer Website vorbei. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.